Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS22-Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS22TV zum Thema Farming Simulator 2022. Und ja, heute bin ich mal wieder da. Jetzt will ich als erstes einmal mal ein wunderschönes und herzliches Danke an meinen ganzen neuen Abonnenten sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid echt der Hammer, dass du da meinen Kanal abonnierst. Fühl dich gedrückt von mir, mein Lieber. Und ja, ich hoffe, dass mein Mikro so halbwegs passt. Denn im Umzug ist nämlich mein ganzes Setup verschwunden, komischerweise. Also alles, ne, was ich für mein Videogedöns gehabt habe, ne, mein Mischpult, mein Behringer Verstärker, Kompressor, Denoiser etc. inklusive Mikro und alles, ne, ist alles weg. Jetzt habe ich mir erstmal ein neues holen müssen, ne. Mal wieder einen Haufen Geld weg. Ich hoffe, dass es passt, so halbwegs. Muss man erst ein bisschen rumfriemeln. Ja, könntest du es mal in die Kommentare reinschreiben. Ne? Ich glaube, dass man sehr viel im Hintergrund hört. Ich muss da mal gucken. Ne? Teilweise kriege ich ja mein Gedöns gar nicht mehr zum Kaufen, was ich damals gekauft habe. Das gibt es halt einfach nicht mehr, weil es speziell war. Ja, hat einer gebrauchen können, ne? Traurig, aber wahr. Ja, gut. Wenn es recht extrem ist, schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Ne? Ich kann das ja nicht beurteilen, ob es vom Ton und vom Klang her passt und so weiter. Ne? Ob man recht viel im Hintergrund hört. Ich denke mal ja. Ja, gut. Ne? Auf alle Fälle, was will ich noch loswerden? Ja, ne? Ich habe die ganzen Kommentare gelesen jetzt in letzter Zeit. Ich versuche das alles zeitlich. Ist ein bisschen schlimm bei mir zeitlich, aber ich versuche das, alle, wo sich so ein Video wünschen und Fragen haben und das irgendwie reinzuquetschen und zu machen und zu tun, sobald wir es zeitlich hinbekommen. Ich arbeite mich dann einfach von unten nach oben rauf. Und das erste war, hat mich jemand gefragt, Markus, mach mal bitte ein Schneedach drauf. Und zwar, ich habe jetzt da hier diese Garage, habe ich gesagt, so ja, ne, kann ich machen, kein Thema. Ja, gesagt habe ich es nicht, ne, aber derjenige spannt es jetzt da. Ich müsste in die Kommentare gucken, wer es war. Müsste ich gucken. Jetzt kommt mir der Kaffee hoch. Ja gut, ne. Wie es auch sei, hier ist aber die Garage. Altbewährt, ne, LS19 Garage für meinen Hof. Eingebaut und etc. ist es schon. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist eigentlich jetzt so ein Schneedach oben drauf. Das fehlt uns jetzt. Ja? Und das werden wir heute mal machen. Hier, so schaut das ganze Ding aus. Die Clip-Distanz ist irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Ne? Das ist die... Weiß ich nicht, warum das so ist. Ne? Muss man mal gucken. Irgendwie ist das irgendwie sehr, sehr eigenartig, finde ich, was so die Clip-Distanzen angeht. Ne, das ist mal da, mal weg, ne? Ja, wie eigenartig das. Das ist das, die Garage, da habe ich es hier drin, ne? Das ist das, ist ja im Originalen, kann man sich ja dieses Garagending, ne? Also praktisch diese Deko kann man sich ja im LS22 raus exportieren, wird dann über die XML eingetragen. Schauen wir mal schnell. Wer es jetzt nicht weiß, ne? Habe ich die XML da hier drin? Also machen wir später. Ne? Jetzt machen wir erstmal die Schneedach und dann muss er sowieso das Ding rausmachen. Kann man sich das auf alle Fälle reinholen über die XML-Einträge. Ne? Kann man sich das Garagengedöns reinholen. Jo, okay. Schneedach, ne? Im LS22 haben wir ja Schnee drauf, ne? Bis auf die Texturen. Die müsste man dann separat noch machen. Das machen wir dann jetzt dann auch demnächst. Uns geht es jetzt einfach mal um dieses optische 3D Dächchen, was da oben drauf ist. Ist eigentlich gar kein großes Hexenwerk, das ganze Ding. Machen wir uns hier einen Cube. Ja, meine Maus ist auch verreckt, ne? Habe ich schon erzählt, meine schöne, schöne Maus. Hat sich auch verabschiedet, ne? Bin ich so da geguckt, Computer aufgebaut und habe mir gedacht so, hä? Ne? Jedes Mal, wenn du es drauf drückst, ne, geht's nicht mehr. Komischerweise, ne, es geht die Taste nicht mehr, wo man die, die mittleres Mausrad drücken muss. Ne? Das Mausrad geht noch, aber wenn man drückt, ne, tut sich nichts mehr.
Feierabend. So, dann modellieren wir da jetzt mal so 0815 Dach raus. Schauen, ne? Ziehen wir ungefähr bis hierher. Das ziehen wir ungefähr bis so her. Da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen weiter rauf gehen. Schauen wir mal, wo ist die andere Seite. Hier, ich ziehe mir jetzt dann auch mal raus hier. Ziehen wir bis nach hier. So. Ja, und die ziehen wir knappe Kante bis hierher. So. Dann haben wir jetzt mal unser Dächchen hier. Objektmod. Ein bisschen weiter rauf. Also da kommt man nicht drum rum, ne? Wenn man jetzt da nicht irgendwie eine Map hat oder einen Motor hat, ne? Aus dem LS19, der wo die Schneedächer bereits schon gemacht hat. Für damals war es im 19er, war es ja der Season. Dann muss man sich die halt via Maya oder Blender selbst rausmodellieren. Aber das ist eigentlich kein großer Akt. Ne? Dann ziehen wir jetzt hier LZ Loop. So, machen wir uns einen rein hier. Zack. So. Und dann ziehen wir den einfach nach oben. So ungefähr. Schon hätten wir eigentlich ein Dächchen drauf. Es schaut natürlich jetzt so nicht schön aus, ne? Dann bebelt man einfach jetzt mir mal meine Zigarette ausmachen. Mal her da. So, jetzt da. Haben wir hier diese Edges, diese Edges brauchen wir. Net Face, also diese. Na, Edge. Dich. Dann nehmen wir auch noch dich hinzu. Brauchen wir diese Kante. Was hat denn der Markus jetzt wieder gemacht hier? Komm her. Komm halt jetzt her jetzt. Schon wieder recht eigen hier, ne? Dich. Da markieren wir uns jetzt einfach hier. Diese ganzen Kanten hier. So, jetzt haben wir sie eh alle. Dann gehen wir jetzt auf Bebeln. So. Nehmen wir 3 oder 4. Machen wir es vielleicht das so hier. Das reicht jetzt schon einmal, ne? Vorerst reicht es. Man kann jetzt hier noch weitere Edges reinziehen. Das alles noch ein bisschen verformen etc. Ne? Im Blender, glaube ich, geht es sogar noch besser. Aber für uns reicht es jetzt erst einmal so. Ne, man kann jetzt dann hier noch Edges reinziehen, die Kanten ein bisschen hochziehen und so weiter und so fort. So, auf alle Fälle, das wäre mal unser Dach hier drauf. Da machen wir uns hier Automatik UV. So, fertig. Objekt, dann legen wir hier Material. Snow haben wir schon drauf. Guck mal hier. Snow mit. Ja, haben wir perfekt. Okay. So, dann legen wir wieder ein Lambert drauf. Lambert. So, jetzt müssen wir das ganze Ding hochziehen. Schnuck. Denn wir brauchen jetzt da. Habe ich damals mit dem Papa Bär zusammen gemacht. Haben wir das erforscht. Auch schon eine Zeit her. Wo ist das jetzt wieder drin? Das muss ich erstmal wieder finden, ne? Und zwar brauchen wir Vertex. Ein Vertex Color brauchen wir. So. Dann gehen wir auf Faces und dann malen wir einfach hier diese Faces an.
So. Plötzlich bei dir jetzt einfach schwarz an. Hätten wir sie jetzt schwarz angemalt. Okay, das ist jetzt alles. So, dann gehen wir wieder auf Objektmod, ziehen das jetzt wieder runter, wo wir es hin haben wollen. Jetzt daneben geklickt, hier muss ich rein. Hier. Gehen wir das auf 0 setzen. Da wollen wir es hier haben. So. Brauchen wir wieder das Material für Schnee. Unsere UV. Jetzt müssen wir die bloß Face markieren wir alle. Und dann ziehen wir die einfach in der UV größer, und zwar eins daneben. Komm mal ran hier, eins daneben. Ich muss muss hierher. So, jetzt müsste es passen, oder? Schauen wir mal Objektmod, wie schaut's aus? Jo, jetzt passt's, ne? Jetzt ist das eins daneben. Genau. So, das ist jetzt eigentlich das ganze Gedöns hier, wie man sieht. Das exportieren wir uns jetzt. Zack. Brauchen wir einen Trans-Exporter, den bekommt man ja, wisst ihr es ja, ne, auf der GND-Seite. My Games. Farming Simulator 19, Mods, Trans PC, und wo haben wir das drin? Ne, da muss man rein. Mods. Da muss ich rein, hier. Maps, jetzt sind wir daheim. Platz Levels, Farm Garage. Da müssen wir es jetzt reinziehen. Snow. Set File. Zack. Export. So, jetzt müssen wir es eigentlich. Farmgarage. Da haben wir sie, ne? Genau. Machen wir sie mal auf hier. Na? Perfekt, da haben wir jetzt unser Schneedach hier drin. Ja, was brauchen wir? Jetzt brauchen wir erst einmal einen Namen, ne? Snow. So, dann brauchen wir Form, brauchen wir Tangets. Transform können wir, Rigid Body können wir rausnehmen, setzen wir auf, sind auf 250, setzen wir sie, und hier müssen wir mal hier rein, hier bei Wasser, ne, brauchen wir die 10, okay, so, hätte ich es noch nicht machen sollen, ne. Ist mal spät. Weil sonst sehe ich die Dinge nicht mehr. Immer wieder retour. Jetzt da. Müssen wir später machen. Denn wir brauchen jetzt als erstes noch die normale und die Spekular drauf. Material-Editing. Da brauchen wir jetzt da die Spekular drauf. Die ist jetzt da unter C.
86, 22 und Data Map. Ist da drin? Ich glaube schon, ne? Shared. So, brauchen wir jetzt die Snow Spicula öffnen. Okay, und die normale brauchen wir noch. Snow normal. Da wäre die Diffuse, ne? Die haben wir über Meyer aufgelegt. Okay. Das habt ihr jetzt eh schon ein paar Mal mitbekommen, ne, wie das geht, wie man so ein neues Material macht. Ne, man geht hier rein, sagt hier Material, sagt man Lambert. Dann gibt man hier ihm einen Namen. Snow, ich mache jetzt einmal 01, weil das löscht man danach wieder. Dann geht man hier auf Color, auf File, dann hier auf diesen Ordner und dann sucht man sich das raus, wo man es möchte, benötigt. Und braucht. Mal schauen, wo ist das wieder hier rein? Da ist es, Hypershirt. So, da löschen wir das Material jetzt wieder raus. Das wäre es nämlich du gewesen, ne? Na komm her. Entfernen. Weg ist es, ne? Weil wir haben ja hier, haben wir ja schon Material aufgelegt, wie wir es brauchen, und wir haben es auch schon hier verbunden, wie wir es brauchen. Also zumachen. Was das einmal gesehen habt, ne? So, dann haben wir das hier drin. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist noch den Shader, brauchen wir jetzt noch drauf. Das ist das Tolle jetzt da hier, ne? Im den neuen Giants Editor, dass er uns den gleich den Ordner aufmacht, was wir benötigen, beziehungsweise wo die drin sind. Und da brauchen wir jetzt hier den Shader. Wo ist er denn? Snow Heap, da ist er. Öffnen. So, lala. Jetzt können wir auch hergehen und können wir jetzt da diese 10 anhaken. Okay. Machen wir das Ding fertig hier, ne? Das ist jetzt unser Schneedach. Immer auf Speichern. Machen wir das zu. Und dann holen wir es jetzt uns hier einfach rein. Zack, machen wir das zu hier. Datei, Import. Wo habe ich es denn drin? Mods, da rein. Platzables. Farmhouse, Snow, öffnen. So, jetzt müssen wir es noch drehen. Halt, das ist das Falsche. Abbruch. Öffnen. Abbruch, Import. Markus, bisschen mehr Konzentration hier. Nicht Farmhaus. Wir brauchen mal Farmgarage. Snow. Jetzt da. Ne, da hat man das vorhin gerade gesehen. Ne? Man kann das auch noch ein bisschen schöner machen. Ne? Das ganze Ding. So, das drehen wir jetzt hier einfach. Wenn wir es hier auf minus 90. So, jetzt schieben wir uns das da hin, wo wir es hinhaben wollen. Ungefähr so. Mal ran hier. So. Schaut es denn aus? Muss noch ein bisschen weiter rein. Und noch hier. Schaut es da aus. Geht es noch ein bisschen weiter rüber. Jetzt da, ne? Jetzt schaut es gut aus. Ja, perfekt.
Unten schaut es auch nicht durch, oder? Schaut es unten irgendwo durch? Nein, ne? Okay, so. Es ist jetzt nur wichtig, dass wir jetzt auch hergehen. Freeze Transform. Rotation haben wir. Anwenden. So, jetzt haben wir es nämlich wieder auf 0 gesetzt. Sonst haben wir nämlich dann später das Problem, dass uns das Dach, ne, irgendwo im Nirgendwo ist. Kann es dann sein, ne, wenn wir dann in der Map drin sind, also im Spiel, und der Schneedach dann zum Beispiel hier irgendwo ist, ne, oder hier oben irgendwo ist, ne, dass das dann so angezeigt wird. Ne. Da muss man es dann hier auf 0 setzen, dann passt das nämlich hübsch. So, dann ziehen wir es einfach hier in den Winter rein, zack, und fertig. Ne. Das ist der ganze Spuk. Also mehr ist es nicht, ne? So, jetzt gehen wir mal auf Speichern. Können wir das zumachen. Dich können wir zumachen. Und dich können wir zumachen, ne? Speichern brauchen wir es nicht. So. So, jetzt haben wir die Schneedach drauf. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ne, ich habe das schon alles eingebunden in der XML. Das wollte ich euch jetzt noch mal schnell zeigen. Hier Mods. Und zwar XML, da muss ich hier irgendwo Garage, da habe ich es ja. Und zwar ist es um die, wo ich euch gesagt habe, ne, um die Deko gegangen. Und zwar ist sie, die ist, hier ist das Licht hierin. Hier, ne, das da. Sieht man eh, ne, Placebos Farm Garage, wenn wir uns das jetzt angucken hier. Es ist im Endeffekt nichts anderes. Placebos, gehen wir mal wieder in die Farmgarage rein. Dann haben wir hier unsere Farmgarage. Ne, nicht Farmgarage. Garage, da sind wir daheim. 9.2. Mach das mal auf hier. So, ne, so schaut das aus. Ne? Das ist einfach eine i3D. Und da ist es eigentlich gut so, ne? So wie es jetzt ist. Ne? So schaut die ganze Geschichte aus. Gibt es ja schon vorgefertigt. Man kann sich das dann umsortieren, wenn man möchte. Dann zieht man die einfach als Deko-Objekt rein. Und gut war's. Also ist recht einfach und recht simpel. So, so schaut die Geschichte aus. In der Default Items, glaube ich, habe ich es ja damals schon eingefügt. Jetzt muss ich bloß nochmal schnell gucken. Habe ich die Farm Garage? Das ist das Ding, was ich gemacht habe. Farm Lager, Farm Lens, Placebos, schauen wir mal. Ja, habe ich da schon her, ne? Garage habe ich schon gemacht. Ne? Müsste eigentlich auch der Schneedach funktionieren. Das habe ich auch fertig gemacht schon. Ne? Das habe ich fertig gemacht. Es müsste eigentlich. Ach nee, ich muss das noch rüber kopieren, ne? Muss das noch rüber kopieren. Komm mal hier. Platz selber, sonst funktioniert es ja nicht. Farm Garage. Farm Garage hier. Zack. Arbeiten. Kopieren. Zack und einfügen. So. Okay. Starten wir jetzt das Spiel. Können wir jetzt auch zumachen. Starten wir das Spiel und schauen, ob es funktioniert. Ne? Normalerweise müsste es funktionieren. Also es ist eigentlich relativ einfach. Ne? Wenn man weiß, wie es geht. So. Karriere, boah, ist das laut.
Spielstand. Ich glaube den Dreier, oder? Dreier, glaube ich, brauche ich. Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal. Es ist immer das Problem mit dem Schnee. Das Gute ist ja jetzt, man kann das schon abspeichern und wenn man dann in der i3D noch was ändert, also praktisch, wenn man es schon in der Ding eingebaut hat, man muss es halt einfach nur in der Platz selbst einbauen vorher schon und auch in der Modtest, ne? Und dann kann man sich den Spielstand abspeichern. Und dann kann man die i3D weiter bearbeiten, ohne dass man dann irgendwelche Fehler hat. Baut man jetzt ein neues Objekt in den Platz selbst ein, dann muss man entweder einen neuen Spielstand starten. Wenn man zum Beispiel eine neue Verkaufsstelle einbaut, dann muss man dann entweder den Spielstand neu starten oder im Savegame einfach um das erweitern und auch die ID dazu dann erweitern. Ne? Im Savegame wird ja ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 abgespeichert und dann, wenn man bei ID 5 ist, dann muss man halt einfach die ID 6 dazu hinnehmen und dann funktioniert das auch im vorhandenen Spielstand schon. Also das geht auch, ne? Ich mache es halt so, ne, im Winter, ich finde das ein bisschen nervtötend, mal ganz ehrlich sagen, ne, mit den Schneedächer anzeigen. Das hätten sie mit der Konsolenbefehl irgendwie ein bisschen anders da machen sollen. Die lieben Giants-Leutchen. So, jetzt dauert's. Der startet sogar ohne CD, ne? Ich werd verrückt. Obwohl, dass die DVD gar nicht drin ist, ne? Startet ihr, das ist cool. So. Na, schauen wir mal. Start. So. Ganz schön laut, ne? Ihr hört es jetzt nicht, ne? Aber wenn ich es jetzt so mache, das ist schon laut, ne? Bisschen leiser machen. So, ne? Das ist das, was ich gesagt habe, ne? Da muss ich mal gucken, warum das so ist. Das ist ein bisschen suspekt hier. Aber man sieht es auch nicht da hinten. Ich glaube, dass das am Spiel an sich liegt, ne? Weil es floppelt ja auch da hinten der Mähdrescher, ne? Das ist schon irgendwie sehr, sehr eigenartig. Ne, jetzt wär's da. So, ich habe noch gar nicht geguckt, gell? Geht das Licht? Ja, das Licht funktioniert. Perfekt. Cool. Aber uns interessiert es die Schneedach da drauf. Jetzt haben wir Januar, ne? Jetzt werden wir wahrscheinlich keinen Schnee mehr kriegen, ne? Schätze ich ja mal, wenn wir Pech haben. Müssen wir mal schauen über die Konsole. GS. Machen wir Snow. Vielleicht haben wir Glück, ne? Und wir kriegen noch mal ein Schneedach drauf. So. Dann machen wir hier. Raus. Müssen wir hier rein. Saisonales Wetterbüro, wo ist denn das drin? Jahreszeiten. Nein, das ist es nicht. Tag pro Monat 4, Dezember. Ja, das passt, ne? Also 4 Tage Dezember, schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Schlafen wir mal. Okay, kriegen wir jetzt keinen Schnee drauf, ne? Weil er muss nämlich in der Nacht muss schneien. Ah, jetzt. Nee, ne? Pech gehabt. Snow. Wie ist. Drei.
Warten, bis es nach vorne rendert. Jetzt da. So, schlafen. Also ich weiß jetzt nicht, ne, ob es da eine andere Möglichkeit gibt, dass man seine Schneedächer einblenden lassen kann, ne? Oder auch die aufgepinselte Schneetextur. Das geht, ne, über die Konsole. Ich habe es noch nicht rausgefunden, ganz ehrlich gesagt. Und ich finde es auch so echt sehr, sehr nervtötend, muss ich mir ganz ehrlich sagen, ne? Warte mal wieder, bis es gerendert hat. So. Jetzt, wenn wir Pech haben, ne, kriegen wir kein Schneedach mehr. Können wir ein neues Spiel starten. Ne? Aber ich glaube, wir haben Glück. Ja, wir haben sogar Glück gehabt. Nochmal bis 9 Uhr schlafen. So. Okay, perfekt, ne? Wie schaut's aus? Haben wir's drauf? Ja, ne? Haben wir drauf, das Dach, ne? Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. So schaut die ganze Geschichte jetzt aus, ne? Wunderschön. Perfekt. Falt mal. So soll's sein. Ja, ja, so kann man halt einen Schneedach drauf machen. Ne? Man muss halt wirklich bloß aufpassen, dass man es auch dahin zieht, wo es hingehört. Man kann sich das natürlich auch noch schöner rausmodellieren, ne, wenn man möchte. Aber wie man sieht, ne, es passt. Und so soll es ja auch sein, der ganze Spaß hier. Eigentlich perfekt geworden. Gefällt mir. Jupp. Schön. Der Vogel, ne, wird da rum. Buscht, ne? Ja, meine Lieben. Das war's schon wieder. Also, wie ihr gesehen habt, ne, man kann relativ schnell ein Schneedach drauf machen, wenn man jetzt keins hat. Man muss sich halt entweder mit Maya oder mit Blender befassen, aber das muss man ja sowieso, wenn man sich alte Gebäude aus dem LS19 rausholt, muss man sich sowieso mit diesen zwei Programmen entweder mit dem einen oder mit dem anderen befassen, damit man das dann hat oder bekommt. Ich sage auf alle Fälle vorab schon mal viel, viel Danke fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich das nächste Video für euch machen darf, wo ich dann die nächste Frage beantworten kann. Also haut's rein, macht's es gut und einen guten Start ins Wochenende. Also bis dann, tschüss und baba.